mein Name ist Dr. Heiko Durst. Ich bin Facharzt für Orthopädie. Ich bin seit über 15 Jahren spezialisiert im Bereich Fußsprunggelenk und Achillessehne. Ich erzähle euch heute etwas über Fersenschmerzen, und zwar Fersenschmerzen auf der Unterseite der Ferse. Und in diesem Video geht es darum, wo die Fersenschmerzen herkommen. Fersenschmerzen unten an der Fußsohle haben eigentlich drei häufige Ursachen. Das erste ist die Fersenspannentzündung. Das kennen relativ viele. Das geht um diesen Bereich hier. Dann gibt es relativ häufig ein Einklemmen des Schienbeinnerven, der Nervus tibialis. Der läuft hier hinten hinter dem Innenknöchel in die Fußsohle. Und wenn der hier einklemmt, dann macht der Schmerzen an der Ferse und in der Fußsohle. Und die dritte, nicht ganz so häufige, aber auch relativ oft auftretende Ursache ist der Ermüdungsbruch des Fersenbeins. Da bricht das Fersenbein hier hinten durch, und zwar bei zu großer Belastung. Die Fersenspannentzündung, das ist eine Entzündung dieser Plantarfaszie. Das ist die Sehne, die unten an der Fußsohle verläuft, vom Fersenbein zu den Zehen und das Gewölbe von der Fußsohle aufspannt. Die ist natürlich sehr stark belastet. Man macht ja am Tag so 4.000 bis 6.000 Schritte. Das heißt, 2.000 bis 3.000 Mal kommt hier Spannung auf diese Sehne. Und diese Sehne, die degeneriert dann. Das wird natürlich im Alter dann auch schlechter. Das Material wird spröder. Und durch die Belastung jeden Tag bekommt die dann so ganz kleine Risse. Und diese Sehne ist dann in sich instabil, weil die Belastung dann die Sehne nachgibt durch diese kleinen Risse. Und diese Instabilität tut weh. Und wenn die Instabilität dann da ist, dann entzünden sich diese kleinen Risse auch. Und Entzündung tut dann hier unten genauso wie bei einer Mandelentzündung. Was auch noch wehtun kann, ist, dass diese Sehne ja nicht einfach hier am Knochen festgeklebt ist, wie in meinem Modell, sondern die ist mit so ganz kleinen Sehnenfasern in dem Knochen verankert, mit sogenannten scharpation Fasern. Und auch diese Sehnenfasern, diese Verankerung kann sich lockern im Knochen, und das tut auch weh. Also es kann der Schmerz kommen von der Sehne an sich oder von der Verankerung im Knochen. Die zweite Ursache von Fersenschmerzen ist ja die Einklemmung des Schienbeinnerven, des Nervus tibialis. Der Nervus tibialis ist der unterste Ast vom Nervus ischiaticus, Ischiasnerv, den kennen ja relativ viele. Und der läuft dann am hinteren, inneren Unterschenkel nach unten und läuft hier um den Innenknöchel in die Fußsohle. Der zweigt sich dann in zwei Nervenäste der Fußsohle und in ein paar Nervenäste zur Ferse auf. Und wenn dieser Nerv hier hinter dem Innenknöchel eingeklemmt wird, dann tut er nicht hinter dem Innenknöchel weh, sondern er tut meistens in der Ferse weh und manchmal auch mit Ausstrahlung in den Fußinnenrand oder in den Fußaußenrand. Und ganz häufig sind auch noch so leichte Gefühlsstörungen dabei, und das unterscheidet den Fersensporn-Schmerz von diesem Tarsaltunnel-Syndrom. Beim Fersensporn-Schmerz sind nie Gefühlsstörungen dabei, und hier können die eben dabei sein. Jetzt, warum klemmt dieser Nerv ein? Das kommt daher, weil zum Beispiel die lange Beugesehne der Großzehe, die hier ganz hinten läuft, sich entzündet. Und wenn die sich entzündet, dann bildet den Erguss, und es ist dann so Wasser um diese Sehne herum. Und dieses Wasser breitet sich dann aus und drückt auf den Nerv, und der Nerv kann in diesem Tarsaltunnel nicht ausweichen. Und dann wird der abgequetscht, und dann fängt der an, Schmerzen zu machen, aber eben nicht an der Stelle, wo er gequetscht wird, sondern zum Beispiel in der Ferse. Auch noch eine ganz häufige Ursache von dieser Schienbeinnervenentzündung ist, dass der Nerv überdehnt wird. Wenn man joggt oder lange geht, dann kippt häufig der Fuß nach innen, und dann wird dieser Nerv hier überdehnt, so wie eine Gänsegurgel, in die Länge gezogen, und dann fängt er an, Schmerzen zu machen, auch in der Ferse. Die dritte Ursache von Fersenschmerzen ist der Ermüdungsbruch. Beim Ermüdungsbruch bricht hier das Fersenbein einfach auseinander, meistens an dieser Stelle. Und man kennt ja Fersenbeinbrüche, aber die entstehen ja häufig, weil ein Autounfall stattfindet oder weil jemand von weit aus großer Höhe runterfällt und direkt auf der Ferse landet. Aber bei dem Ermüdungsbruch gibt es keinen Unfall, der bricht einfach, der Fersenbeinknochen, einfach so auseinander. Da gibt es immer ein Missverhältnis zwischen Belastung des Knochens und Belastbarkeit. Die Belastbarkeit des Knochens ist typischerweise reduziert bei der Osteoporose oder bei der Vorstufe der Osteoporose, das ist die Osteopenie. Es gibt noch andere Knochenstoffwechselstörungen, und alle führen zur Erweichung des Knochens. Und dann reichen die 2.000 bis 3.000 Impulse, der die Ferse ausgesetzt ist jeden Tag beim Gehen, dass die Ferse einfach auseinanderbricht. Dann gibt es auf der anderen Seite noch die zu hohe Belastung der Ferse bei guter Knochenstruktur.
Und das ist zum Beispiel beim Marathontraining oder ganz häufig auch, wenn man die Belastung für Marathontraining zu schnell steigert, der Fall. Dann wird der Knochen jeden Tag durch zu intensive Trainingseinheiten belastet, hat zu wenig Zeit zum Regenerieren und dann bricht er auch einfach auseinander. Ganz häufig ist es aber auch eine Kombination Sportler, hohe Trainingsbelastungen, Mangelernährung und dann, obwohl der Sportler oder die Sportlerin gesund sind, gibt es Knochenstoffwechselstörungen und dazu kommt dann noch das Marathontraining und dann gibt es eben diese Ermüdungsbrüche am Fersenbein. Der Unterschied ist, Fersensporn-Entzündung und Tarsaltunnel-Syndrom tun meistens innen oder unten weh. Der Ermüdungsbruch tut ganz häufig auch außen weh. Die Ferse schwillt nicht selten an. Manchmal gibt es sogar einen kleinen Bluterguss, den man von außen wahrnimmt. Das gibt es bei den anderen beiden Ursachen praktisch nie. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Ursachen von Fersenschmerzen. Das gehört zum Beispiel die Arthrose des unteren Sprunggelenks dazu. Das ist nicht weit weg von der Ferse. Es gibt noch die Arthrose der ersten Fußwurzelgelenke, innen des Talonavikulargelenk, außen des Calcaneo-Cubitalgelenk, wobei das schon relativ weit weg ist vom Fersenschmerz. Dann gibt es die Entzündungen der Beugesehnen und der Tibialis posterior, der hinteren Schienbeinsehne. Die können auch mal als Fersenschmerz empfunden werden. Und natürlich das große Gebiet der Achillessehne, Achillessehnenansatzschmerz, Haglund-Exostose, hinterer Fersensporn. Aber da gibt es ein extra Video dazu. Schaut euch meine anderen Videos an zur Diagnostik von Fersenschmerzen, zur Therapie von Fersenschmerzen. Probiert es, ob ihr da weiterkommt mit den Therapiemöglichkeiten. Und wenn ihr nicht weiterkommt, meldet euch in meiner Sprechstunde. Den Kontakt findet ihr auf der Homepage.